20 Kilometer südöstlich von Stuttgart beginnen die Bauarbeiten auf der A8. Die jeweils dreispurige Fahrbahn wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wendlingen am Neckar und Kirchheim auf einer Länge von rund 4 Kilometern erneuert. Das Bauunternehmen Kutter arbeitet hier mit einem großen Aufgebot an Vögelmaschinen. Zwei Inline-Pave-Züge bauen jeweils in einem Arbeitsgang Binder und Deckschicht heiß auf heiß ein. Zudem fahren die drei Maschinen der beiden IP-Züge versetzt hintereinander, sodass beide Fahrbahnen gleichzeitig heiß an heiß eingebaut werden. Durch dieses Verfahren entsteht ein äußerst gut verzahnter und quasi nahtloser Schichtenverbund. Es ist allerdings eine große Herausforderung, die Asphaltschichten gleichmäßig über die gesamte Fahrbahnbreite von 15,3 Metern zu verdichten. Um diese Qualitätsanforderung auch in einer solch komplexen Bauweise zu erfüllen, bedarf es einer optimalen Verdichtungstechnologie sowie als Voraussetzung dafür einer homogenen Struktur und gleichmäßigen Temperatur des Einbaumaterials. Das sind die beiden Hauptkriterien für die Einhaltung der Toleranzen in Bezug auf die Ebenheit der Fahrbahndecke. In diesem Zusammenhang kommt den beiden Beschickern MT3000-2i Offset eine tragende Rolle zu. Die Powerfeeder sichern durch ihr leistungsfähiges Förderkonzept von bis zu 1200 Tonnen pro Stunde eine unterbrechungsfreie Versorgung der Binderschichtfertiger. Hier der Super 2100-2 IP bzw. der Super 2100-3i IP. Die Beschicker im Inline-Pave-Verfahren werden durch LKWs abwechselnd mit Binder- und Deckschichtmaterial versorgt. Ein von den Fahrern der Beschicker gesteuertes Ampelsystem zeigt an, welches Material sie gerade benötigen. Grün signalisiert Binderschichtmaterial, rot Deckschichtmaterial. Über ihre beheizten, schwenkbaren Förderbänder transportieren die Powerfeeder dann abwechselnd entweder das Binderschichtmaterial geradewegs in die großen Zusatzbehälter der beiden Super 2100er oder das Deckschichtmaterial direkt in deren Übergabemodule. Diese leiten das Einbaumaterial dann weiter in die Aufnahmebehälter der Super 1800-3i, der Deckenfertiger im Inline-Pave-Trio. Das Herzstück der beiden Inline-Pave-Züge sind die Binderschichtfertiger in der Mitte. Sie geben Takt und Tempo der Baumaßnahme vor. Ausgestattet sind beide Binderschichtfertiger mit der Hochverdichtungsbohle AB600 TP2+. Die Ausziehbohle mit Tamper, zwei Pressleisten und Zusatzgewichten erreicht eine Vorverdichtung der Binderschicht von bis zu 98%. Diese überragende Verdichtungsleistung ermöglicht, dass der Deckschichtfertiger anschließend direkt über die heiße Binderschicht fahren kann, ohne nennenswerte Verformungen hervorzurufen. Das Ergebnis ist ein optimaler Schichtenverbund und speziell bei der Deckschicht eine gleichbleibende Einbaustärke über die gesamte Einbaubreite. Auch bei den Längsnähten ist eine perfekt verzahnte Asphaltbauweise entscheidend, um die Stabilität und Langlebigkeit der Fahrbahn zu gewährleisten. Deshalb lässt die Firma Kutter hier die beiden Inline-Pave-Züge gleichzeitig heiß an heiß einbauen. Das ist aufgrund der ausgereiften Vögele-Technologie kein Problem. Da das Einbaumaterial in optimaler Temperatur vor die Bohlen gelangt,
Und dank des Tampers und der zwei Pressleisten die Verdichtungsleistung homogen über die gesamte Bohlenbreite bis hin in die Randbereiche gewährleistet ist. Die Temperatur des eingebauten Materials wird während des Arbeitsprozesses mithilfe des Vögele-Temperaturmesssystems RoadScan fortlaufend kontrolliert. Eine hochpräzise Infrarotkamera ist zu diesem Zweck am Dach des Deckschichtfertigers montiert. Sie scannt im Bereich von ca. 2 Metern hinter der Bohle und über eine Breite von 10 Metern den Asphaltbelag flächendeckend. Zusätzlich nimmt ein GPS-Empfänger im Gehäuse der Kamera die exakte Position der jeweiligen Temperaturdaten auf. Anschauliche Thermoscan-Bilder stellen die Temperatur auf dem Fahrdisplay der Ergo Plus 3 Fahrerbedienkonsole dar. Der Bediener erhält die Bilder in Echtzeit und kann sofort reagieren und mögliche Fehlerquellen beseitigen. Qualitätssicherung steht in allen Bereichen der Vögele-Maschinentechnik im Mittelpunkt. Ziel ist ein Höchstmaß an Ebenheit und Standfestigkeit der Fahrbahnen. Die Firma Kutter ist mit dem Zusammenspiel der Straßenbautechnologien und der Bedienfreundlichkeit der Maschinen von Vögele hoch zufrieden. Das Ergebnis überzeugt. Und die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand. Der Einbau wird deutlich beschleunigt, die Kosten gesenkt und die Haltbarkeit der Straße verbessert. Das ist Vögele Spitzentechnologie.